Ja, wenn du doch schon, du bist doch quasi eine super Aushilfe, du, oder? Opa, komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um meinen Papa Parkinson im Zaum zu halten. Mama Bosos Muttermilch? Das war ja wirklich nicht vorherzusehen. Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das Debakel mit meinen Hormonbrötchen zurück. Boso ist einfach unausstehlich, wenn er seine Tage hat. Lustig. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Ja, ja, schon. So, was sagst du denn hier zu dem Abdruck eigentlich? Hey, Boso, da du ja nicht zu deiner Therapie willst, dachte ich mir, ich kann dich ja therapieren. Mann, Rufus! Ach komm schon, das wird lustig. Und so ein paar Pappen hochhalten, das kriege ich auch noch hin. Also, was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Ah! Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig eine zauberhafte Funkelelfe. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Also haben wir jetzt eine Reaktion bekommen oder nicht? Jetzt die Frage, was eigentlich, wenn du deine Hormone... Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das... Boso ist ein... Los, du musst für mich bürgen, damit ich zum neuen General... Geh weg! Aber... Muttermilch könnte ich theoretisch für Baby Boso benutzen. Reicht es schon? Irgendwie steckst du in der Sackgasse. Ja. Und da bekomme ich das Irke auch nicht zu dem blauen Rufus hin. Doch gar nicht hin. Ich muss ja hier runter. So. Gute Neuigkeiten. Ich habe... Echt jetzt? Komm mit. Oh je. Weil ich da sei denn. Na dann. Ich die jetzt hier in den Haken hänge. Die Idee kann ich bei den Bosen. Kukumoto! Lecker Happy Happy! Und jetzt komm zu Papa, Papi! Hey! Tja. Willst du vielleicht Hormone haben? Kukumoto! Lecker Happy! Und jetzt komm zu. Stopp! Auch nicht. Es ist zu früh, um sich Gedanken... Tja... Irgendwie war das noch nicht so... Das zeigt doch, man muss... Sonst wirkt...
Und wenn der mal runterfliegt, muss ich doch hinten schwerer machen, damit die Nase eher nach oben zeigt, oder? Damit er mehr Auftrieb kriegt. Genau, andersrum? Oh, ich guck noch. Ja, oder vorne leichter, okay. Klar. Aber wie zum Teufel soll der Wolfchen jetzt vorne leichter machen? Alter. Das ist immer so laut, ey. Den einfach da reinlegen? Aber natürlich! Wenn man die Spitze eines Papierfliegers mit einem Gewicht beschwert, fliegt er weiter. Ich wusste doch, dass ich meine jahrelange Karriere als Falschparker irgendwann bezahlt machen würde. Also, naja. Dynamik durchgefallen? Ja, nee. Jetzt kommt ja immer drauf an, was, ne? Du kannst ihn jetzt halt an sich weiter werfen, aber fliegen würde er an sich doch, nur weil vorne schwerer ist, nicht mehr. Ne? Kippt er ja noch eher nach unten. Egal. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Hupsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Dass seine Raketen in Kerbal Space Program alle abschmieren? Nein, tun sie nicht. Der Masterskönig. Ja, schon klar. Aber wenn der. Nanu, hier steckt Schwerpunkt ein Flyer in der Außenwand. Des Körpers. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Ha. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdibui! Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Voll schön, ah ja. Wenn der Papierflieger nicht richtig ausgewichtet ist. Ja, Moment, wir gehen ja davon aus, er ist ja zuerst immer direkt weiter nach unten geflogen. So. Sprich. Ja, du willst den schwerer machen, damit er natürlich mehr eben weiter fliegt, ne? Weil er einfach dann einen längeren Bremsweg hat. Aber, also der Luftwiderstand ihn halt nicht so schnell ausbremst. Schon klar. Aber du müsstest ja theoretisch eigentlich den Schwerpunkt des Fliegers direkt auf der Höhe der Flügel haben. Des Flügelansatzes. Und nicht an der Spitze.
im besten Fall halt ein bisschen hinter den Flügeln, sodass er halt, wenn, je nachdem wie die Flügel halt gefaltet sind, ne, dass du halt immer ein bisschen Auftrieb hast. Deswegen sind ja beim Flugzeug die Flügel zum Beispiel auch einfach mehr oder weniger am Massemittelpunkt, beziehungsweise sind sie ja noch nach hinten, etwas nach hinten, ne? Wie so ein V eben, um eben den größeren Massepunkt eben abzudecken und gleichzeitig auch eben vorne eben abgerundet, damit eben die Luftströmung eben unter den Flügel kommt. Wenn du den falschen Winkel hast, hast du ja einen Strömungsabriss, ja. Ist ja egal, ist eh nur Deponia. Da macht eh nichts Sinn. Das ist alles derselbe, wenn ich noch. Ach, ich hab ja noch einen, ne? Moment. Soweit, so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Krieg doch einen Ersatz, Irk. Wozu? Das funktioniert. Ja sein können, dass ich nochmal einen... Soweit, ne? Was wird... Schraubenzieher habe ich schon, dann eben die medizinische Dienstleistung. Strich 75. So. Zack, das ist die Rohrpost. Und dann kommt jetzt der Typ da raus, oder was? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde. Sauber. Jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier so. Steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Oh. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Mal gucken, wie unser ach so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Okay. Merkt ihr bei dem Minigame die Reihenfolge oder du wirst es bereuen? Bei welchem Minigame? Und was für eine Reihenfolge? Dann habe ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag außer Gefecht gesetzt. Wow! Ah, Rufus! Wir haben ein neues Problem. Ich musste leider unser Seil verwenden, um den Organon zu fesseln. Er tauchte plötzlich auf und ich war gezwungen, ihn zu überwältigen. Was ja nun wirklich jeder geschafft hätte. Zu dumm, dass ich diesen Organon überwältigen musste. Wo sollen wir denn jetzt ein neues Seil herbekommen? Tja... Vielleicht fällt es uns ja in den Schoß, wenn wir hier weiter rumsitzen. Aber Rufus, du willst dich doch nicht etwa vor der Arbeit drücken? Oder soll ich das mit dem Seil etwa auch noch erledigen? Wisst ihr, ich habe auch einen Fanclub. Wirklich? Was ist dein Lieblings-Cowboy-Dodo-Song? Nein, ihr habt mich missverstanden. Ich habe keinen Cowboy-Dodo-Fanclub. Ich habe eigene Fans. Also... Ein. Meiner ist Schau dich um. Echt? Meiner auch!
auch. Aufwachen, ich rede mit euch. Schaut mich gefälligst an. Stimmt, schau mich an, ist auch cool. Oh. Hey, Janosch. Hallo, Ruvus. Bis später. Kann es sein, vorsichtig, dass Weibsvolk anwesend ist? Nein, nein, nein. So, gefangener Organon Sanitäter. Als Cowboy Dodo ihn überrumpeln konnte, verdankt er nur meiner grandiosen Vorarbeit. Er war bestimmt aus der Puste, weil ich so schnell vor ihm weggerannt bin. Sag mal, du gehörst doch zum medizinischen Personal, oder? Ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still. Hey, es hat geklappt. Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Na, ist dir etwa kalt? Verstehe. Kann ich bei ihm noch was machen? Nee. Na gut. Mündlicher Mitarbeiter habe ich hier noch mindestens eine 1+. In den ganzen Schmarrn hier mal zurück. So, zieh das Ding an. So, und jetzt müssen wir doch hier reinkommen, oder? Cool, es hat funktioniert. Ah, Herr Doktor, endlich. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm. Entferne ich doch mit links. So schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kettel hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Seziermesser und die Knochensäge. So, was wollte ich noch gleich machen? Den Bandwurm rausoperieren? Ah ja, Kinderspiel. Immerhin bin ich Chicorée. Sie meinen Chirurg? Das auch. Der Wurm, ey. Ach, der versteckt sich ja nicht. Ja. Ist nur irgendwie sinnlos, dass dieser Bandwurm halt einfach außen an den Organen rumwurmt und nicht im Darm ist. Aber okay. Mal abgesehen davon, dass das sowieso irgendwie ein ganz eigenartige Organmasse ist hier. Na, da ist doch der Bandwurm drin. Was für ein Glück, für seinen als Kletus verkleideten Klon, dass Rufus auch ein begnadeter Chirurg ist. Triviale medizinische Eingriffe wie das Entfernen des Bandwurms könnte er auch mit verbundenen Augen durchführen. Schwieriger ist da schon der anschließende Wiedereinbau der Organe per Drag and Drop. Da hilft es zu wissen, dass sich Organe am Mauszeiger mit Rechtsklick drehen lassen. Naja, okay. Einfach mal alles rausgenommen, ja. Ihr seid auch noch halb wach, oder was? Da hab ich den kleinen Scheißer. Das war's dann wohl, oder? Wollen Sie ihn nicht wieder zusammenbauen? Och, muss das sein? Ich denke, das wäre zum Vorteil des Patienten. Meinetwegen.
Alter. Komm klar, Junge. War das so rum? Ich hab keine Ahnung. Au! Wird schon irgendwie sein. Noch so ein Organ ist halt auch eine geile Bezeichnung, ey. Wie rum war denn das? So. Nee. Nee. Mm-mm. Die Sauf. Nee, 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 nee. So. Nee. Mm-mm. Die Sauf. Nee, 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 nee. Das war hier, oder? Das hier oben dran? Das war auf jeden Fall. So. Nee. Mm-mm. Muss ich das machen? Ah, okay. Die Sauf. Nee, 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 nee. Ja, doch. So. Ja, doch. Mm-mm. Ja, doch. Die Sauf. Nee, 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 nee. So. Ja, doch, eigentlich. Eigentlich schon. Nee. Doch. Nein. Das kann dauern. Wenn nach dem Zusammenbauen noch was übrig bleibt, ich habe es verbessert. Moment, heißt es also, ich meine auch, dass das woanders gewesen ist. Sachen also auch entsprechend andersrum. Pappen, okay. Okay, okay. Interessant. Interessant. Au! Ja, das passt ja so nicht. So, eigentlich muss das ja so da dran. Oder nicht? Nee. Ja, doch. Ist die Lunge hier denn? Muss ja richtig sein. Ja, definitiv. So, also muss auch das Herz auf jeden Fall mit dann die Lunge dran. Mal Poki sprechen. Ich mag ja Minigames. Dieses hier allerdings nicht so sehr. Also das Minigame daran nicht. Die Szene selbst ist halt super. Aber tatsächlich habe ich mir das mit dem lustigen Organ-Puzzle halt irgendwie schon ein bisschen lustiger vorgestellt. Also auf dem Papier wirkte es halt wie eine sehr, sehr gute Idee. Leider krankt es hier so ein bisschen daran, dass man aus der Perspektive halt irgendwie nicht so richtig erkennen kann, wie ich mir eigentlich dachte, wie man halt diese Organe wieder zusammensteckt, und dann ist halt sehr viel rumprobiert. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit diesem Rätsel, aber nicht mit der Szene insgesamt, denn was könnte es Schöneres geben, als in einer Verwechslungskomödie sein eigenes Ich zu operieren, indem man sich als Chirurg ausgibt, also seinen Klon von sich, der noch nicht mal der eigentliche Klon ist, aber das wissen ja nur wir, das weiß Rufus ja nicht. Und ihm bei der Gelegenheit auch noch einen Bandwurm rauszuoperieren. Ach, es ist hervorragend. Insgesamt alles sehr schön. Und der Bandwurm ist auch wirklich sehr niedlich geworden. Das habe ich selten gehört. Aber ich muss jetzt hier an dieser Stelle mal sagen, der Bandwurm ist wirklich extrem niedlich geworden.
Ja, sicher. So. Da das aber ja nicht wirklich einem Menschen hier gleichkommt, ne? Und ich vor allen Dingen hier zwei Organe habe, die so nach gar nichts aussehen. War auch hier. Ich bin ziemlich sicher. Und wo gehört das letzte Teil hin? Ah, ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Zumachen. Na, das hat doch geklappt. Wie am Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir ist speiübel. Ach, dass aber auch das Gejammer nicht aufhört. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier. Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit! Ja, okay. Haben wir jetzt, okay, wir haben den Bandwurm dabei, aber das Organ anscheinend nicht. Was für ein schönes Andenken. Ich werde Gohl gegenüber anregen, dass wir ihn auf Elysium über unser Bett hängen könnten. Wie wär's mit Nein?